Liebe Freundinnen, wir wünschen uns eine Gesellschaft, die so bunt ist wie die Natur selbst und der alle die gleichen Chancen haben. Aber da sind wir noch lange nicht angelangt. Sich alleine, anders oder ausgegrenzt zu fühlen, ist für einige Menschen immer noch trauriger Alltag. Ich bin Henrik, 32 Jahre alt und ich bin schwul. Und dass ich das hier jetzt so völlig frei sagen kann, war für mich persönlich ein langer Prozess in jüngeren Jahren. Was könnten nur die anderen denken? Wie werden FreundInnen oder Familie reagieren? Muss ich Nachteile oder Ausgrenzung befürchten? All das sind Fragen, die sich gerade junge Menschen stellen. Beleidigungen, Sprüche oder unfassbar schlechte Witze auf Kosten der Identität von anderen Menschen, egal ob in Sachen Sexualität, Geschlecht, Hautfarbe etc., sind gerade in reinen Männerteams keine Seltenheit. Scheinbar witzige Sprüche, Diskriminierung, Zurückweisung oder das Gefühl, sich verstellen oder verstecken zu müssen, macht Menschen krank, depressiv, treibt sie aus ihrem Job oder führt sogar bis hin zum Suizid. Und selbst in meinem Arbeitsgebiet der Forschung kommen Studien zu dem Schluss, dass queere Menschen deutlich häufiger Karrierehindernissen, fachlichen Abwertungen, ungleichen Chancen oder arbeitsbedingten Stress ausgesetzt sind. Was könnten nur die anderen denken, ist eine Frage, die ich mir bei uns Grünen zum Glück nicht stellen muss. Wir sind eine diverse Partei, die richtigerweise unter anderem mit dem Vielfaltstatut daran arbeitet, noch viel diverser zu werden. Solch ein Umfeld wünsche ich mir unter anderem auch in den Unternehmen, bei denen mittlerweile etwas mehr angekommen ist, dass diverse Teams auch deutlich effizienter und produktiver sind, auch wenn wir gerade im Informatikbereich noch deutlichen Nachholbedarf haben. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz reformieren, das faktische Blutspendeverbot oder die Stigmatisierung von Transpersonen zu beenden, sind nur einige wichtige Themen. Ich möchte mit euch für eine diverse Gesellschaft kämpfen und im Bundestag dafür sorgen, dass wir immer lauter sind als diejenigen, die uns Menschenrechte vorenthalten wollen, seien es die Konservativen in Ungarn und Polen oder die Ewiggestrigen in AfD oder Union. Schicken wir Leute wie Friedrich Merz in das Jahrhundert zurück, für das sie offensichtlich einstehen. Ich möchte aber auch denen meine Stimme geben, die rein zahlenmäßig gar keine Minderheit sind. Denn wir schlachten allein in Deutschland über 700 Millionen Lebewesen jedes Jahr. Und bei der alleinigen Anzahl an Videos und Verstößen, die mich regelmäßig wütend und traurig zugleich machen, können wir von keinen Ausnahmen mehr sprechen. Alle Tiere können Schmerzen empfinden und sie können leiden. In solchen Videos sehen wir aber zum Beispiel Kühe oder Schafe, denen bei vollem Bewusstsein die Kehle aufgeschnitten werden. Schon vor dem Kehlenschnitt ist die Angst in den Augen der Kühe zu sehen. Die Tiere wirken verängstigt und panisch. Menschen hängen die Kühe dann an den Hinterbeinen auf und führen dann den Kehlenschnitt durch. Die Kühe schreien um ihr Leben und bekommen jeden einzelnen Schnitt bei vollem Bewusstsein mit. Sie zappeln, schreien vor Schmerz und verstummen erst nach mehreren Minuten. Andere Videos zeigen Ferkel, die an den Hinterläufen gepackt und mit voller Wucht auf den Boden geschlagen werden, wie ein Teppich, der von Staub befreit werden soll, nur weil sie zu schwach für die Mast sind. Tiere werden getreten oder geschlagen, weil sie oft nicht mehr laufen können, nur damit sie doch noch irgendwie in den Hänger gehen, der sie zum Schlachthof bringen soll. Tiere leben teilweise in ihrem eigenen Kot und Urin und manche haben nur wenig mehr als ein DIN A4-Blatt zum Leben. Mir gehen diese und viele weitere Bilder nie mehr aus dem Kopf und ich kann und werde das nie akzeptieren. Denn die einzig relevante Frage, die bleibt, ist: Können sie leiden? Und ja, das können sie. Alle, das tun viel zu viele von ihnen jeden Tag, das wissen wir. Handeln wir endlich danach, beenden wir das unsägliche Leid. Das bedeutet, raus aus der Massentierhaltung, flächengebundene Tierhaltung, die Haltungsbedingungen endlich an die Tiere anpassen und nicht die Tiere an die Haltungsbedingungen und natürlich pflanzliche Ernährung deutlich stärken, auch fürs Klima. Wir wissen, dass Tiere leiden können.
Wir wissen, dass die Massentierhaltung die Klimakrise anheizt. Wir wissen, dass die GroKo das weiß und trotzdem passiert nichts. Es war viele, viele Jahre bekannt, dass Tiere und Menschen in den Schlachtbetrieben ausgebeutet werden. Und nicht selten wurden die Arbeitsverhältnisse in dieser Branche als moderne Sklaverei bezeichnet. Ohne die Corona-Ausbrüche in den Schlachtbetrieben hätte sich aber durch Union oder SPD daran bis heute nichts geändert und entsprechend halbherzig wurde das Gesetz auch umgesetzt. Betriebe werden viel zu selten kontrolliert, Subunternehmen und organisierte Verantwortungslosigkeit betreffen zudem unter anderem auch die Baubranche, auf die das Verbot der Werkverträge nicht ausgeweitet wurde. Eine solche Ungerechtigkeit im Niedriglohnsektor darf es gerade in einem reichen Land wie Deutschland nicht geben. Ich trete dafür ein, die Ausbeutung in allen Bereichen und Branchen zu beenden. Ich möchte eine Politik, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen vorausschauend und präventiv handelt und nicht erst dann reagiert, wenn der öffentliche Aufschrei zu groß wird. Aber auch in der Landwirtschaft ist der Aufschrei groß. Die LandwirtInnen stehen mit dem Rücken zur Wand. Im aktuellen System werden nur die Größten bestehen und es werden diejenigen bestraft, die mehr für Tier, Natur oder Klimaschutz machen wollen. Die Politik von Union, SPD und FDP hat auf Handel, Export, Wachstum gesetzt, wollte auf dem Weltmarkt bestehen und ist damit krachend gescheitert. Lasst uns gemeinsam mit den LandwirtInnen die Abwärtsspirale durchbrechen, die Fehlpolitik beenden, gegen ruinöse Preise kämpfen und dafür, dass sich echte Qualität auch wieder lohnt. Für queere Sichtbarkeit, für Tierschutz, für eine Art zu wirtschaften, die unsere Lebensgrundlagen respektiert, dafür möchte ich in den Bundestag und dafür bitte ich um euer Vertrauen. Vielen Dank.